So, jetzt geht es los. Wirtschafts- und Handelsabkommen der EU, Kanada, der erste Redner wird für die FDP hier den Antrag der Liberalen begründen. Und das ist Gerald Ulrich. Und es ist seine erste Rede hier im deutschen Parlament. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Die FDP-Fraktion bringt heute einen Gesetzentwurf ein, bei dem es um Freihandel geht. Warum liegt uns Freihandel so am Herzen? Wohlstand entsteht durch Freihandel. Und wie man am Beispiel der EU sehen kann, er brachte uns außerdem die längste Friedensperiode aller Zeiten in unserer Region. Freihandelspolitik bedeutet Friedenspolitik, meine Damen und Herren. Deshalb ist es unser Ziel, weitere faire und rechtssichere Freihandelsabkommen auf den Weg zu bringen. Wenn wir Handelshemmnisse abbauen und gleichzeitig unsere hohen Standards bei Menschenrechten sowie Lebensmittel- und Umweltsicherheit als Rechtsgrundlage verteidigen, geben wir der Globalisierung gerechte Regeln und sichern unseren Wohlstand und unseren Frieden. Das Freihandelsabkommen mit Kanada erreicht genau das. Die alte Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD hat bereits am 28. Oktober 2016 im Rat der Europäischen Union CETA zugestimmt. Seit dem 21. September 2017 wird CETA fast vollständig angewendet. Die bisherige Anwendung umfasst das gesamte Abkommen, außer dem Marktzugang für Portfolioinvestitionen, den Streitbeteiligungsverfahren und den Regelungen zur strafrechtlichen Durchsetzung von geistigen Eigentumsrechten. Nun stehe ich im Jahr 2018 vor Ihnen, um die Ratifizierung CETAs erneut einzufordern. Nach den Berechnungen im Auftrag der Europäischen Kommission von 2011 hat CETA für uns folgende Bedeutung: Rund 10.500 deutsche Unternehmen exportieren nach Kanada. Drei Viertel davon sind kleine oder mittelständische Unternehmen. 865.000 Arbeitsplätze in der EU hängen von Exporten nach Kanada ab. 141.000 davon in Deutschland. EU-Exporte nach Kanada werden um 24,3% steigen. CETA erhöht also die jährliche europäische Wirtschaftsleistung in erheblichem Maße. Im neuen Koalitionsvertrag, sofern er denn zustande kommt, steht, Zitat: Wir wollen, dass das CETA-Abkommen umfassend in Kraft treten kann. Zitat Ende. Die EU hat Kanada für diese neue Generation von Abkommen ausgewählt, weil uns mit Kanada eine gemeinsame Geschichte, Kultur und langjährige Partnerschaft verbindet. Wenn der Atlantik nicht dazwischen wäre, wäre Kanada wahrscheinlich Teil der EU und des Binnenmarktes. Deshalb frage ich die Grünen und linken Freihandelsskeptiker: Wovor habt ihr eigentlich Angst? Wir Freien Demokraten wollen nicht länger zuschauen und fordern die Ratifizierung CETAs. Nichts tun ist und bleibt Machtmissbrauch, meine Damen und Herren. Acht EU-Mitgliedstaaten und Kanada haben CETA bereits ratifiziert. Deutschland sollte hier als erfolgreiche Exportnation nicht länger auf sich warten lassen. Die Ratifikation CETAs ist ein wichtiges Signal der EU an die Welt. Da, wo die WTO blockiert ist, schreiten die EU mit willigen Partnern voran, unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt. Nach der Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten wird CETA vollständig in Kraft treten. Dazu gehört dann auch das Streitbeteiligungsverfahren in CETA, das den modernsten Standard für das 21. Jahrhundert garantiert. Bei CETA können Investoren die Schiedsrichter nicht mehr selbst auswählen. CETA etabliert einen neuartigen Investitionsgerichtshof. Die EU und Kanada einigen sich auf 5 Richter aus der EU, aus Kanada und aus Drittstaaten. Für jedes Verfahren werden die zuständigen Richter zufällig ausgewählt. Die Anforderungen an sie entsprechen den hohen Ansprüchen des Internationalen Gerichtshofes der Vereinten Nationen. Und wie es sich für einen Rechtsstaat gehört, ein rechtsstaatliches Verfahren gehört, hat CETAs Investitionsgerichtshof auch eine Berufungsinstanz. Laut CETA werden Gerichtsunterlagen im Internet zugänglich sein und mündliche Verfahren öffentlich geführt. Deutschland muss sich auch nicht vor illegitimen Klagen von Investoren fürchten.
CETA garantiert Staaten das Recht, Regulierungen zum Schutze von Gesundheit, Umwelt, Sitte, kultureller Vielfalt und zur Ausgestaltung der Sozialpolitik selbst zu erlassen, auch wenn dadurch Gewinnerwartungen der Investoren beeinträchtigt werden. CETA ändert auch nichts an nationalen Regeln für Produkte und Arbeitsstandards, wie gerne behauptet wird. Das Vorsorgeprinzip, eine Errungenschaft der EU, bleibt gewährleistet. Die Interpretation, Herr Kollege Ulrich, denken Sie an Ihre Redezeit? Jawohl. Die Interpretation der Standards der fairen und gerechten Behandlung sowie der indirekten Enteignung ausländischer Investoren ist im Gegensatz zu früheren Schiedsgerichten für CETAs Investitionsgerichtshof klargestellt. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Ausführungen bringen mich nun zu der Forderung an die zukünftige Bundesregierung. Übernehmen Sie Verantwortung und zeigen Sie Haltung. Freihandel gewährleistet Frieden und Wohlstand. Ein erster Schritt dazu ist es, unserem Gesetzentwurf zuzustimmen. Danke. Wolfgang Schäuble war gnädig hier mit der Redezeit, weil Ulrich von der FDP hier auch seine erste Rede hielt. Das hat der Bundestagspräsident hier gutiert. Nächster Redner, Stefan Ruhnhoff von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ich glaube, es ist auch seine erste Rede heute hier. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Jeder vierte Arbeitsplatz hängt Deutschland ist die drittgrößte Handelsnation der Welt. Jeder vierte Arbeitsplatz hängt hierzulande direkt oder indirekt vom Export ab. Der Außenhandel hat entscheidend zu Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand in Deutschland beigetragen. Das zeigt, offene Märkte sind kein Selbstzweck. Wir brauchen offene Märkte für wettbewerbsfähige Arbeitsplätze, für ein breites Angebot an Produkten und Dienstleistungen und für wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt. Und für diese Grundhaltung steht die CDU-CSU-Fraktion. Die europäische Handelspolitik steht heute vor gewaltigen Herausforderungen. Protektionismus ist in einigen Staaten wieder salonfähig geworden. Das sehen wir auch mit Blick auf die heutigen Nachrichten aus den USA. Nationale Egoismen und politischer Populismus sind überall auf dem Vormarsch. Es liegt in unserer Verantwortung, diesen Entwicklungen mit aller Entschlossenheit entgegenzutreten. Wer allerdings, wie es teilweise in den vergangenen Jahren zu beobachten war, mit gezielten Falschbehauptungen oder aus bloßem Unwissen die Ängste und Sorgen der Menschen vor Handel und Handelsabkommen schürt, der befeuert genau diese Entwicklung. Der schwächt die europäische Handelspolitik und lähmt die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Meine Damen und Herren, wir brauchen weder wirtschaftlichen Nationalismus noch Populismus in der Handelspolitik. Was wir brauchen, ist eine schlagkräftige europäische Handelspolitik, die neue Absatzmärkte sichert, den Waren- und Dienstleistungsaustausch mit Drittstaaten erleichtert und gleichzeitig die hohen europäischen Arbeits-, Umwelt- und Sozialstandards gewährleistet. Die Bundesregierung hat sich deshalb mit Nachdruck auch für den Abschluss des Freihandelsabkommens CETA eingesetzt. Das im September 2017 vorläufig in Kraft getretene Abkommen ist aus unserer Sicht ein handelspolitischer Meilenstein. Und die CDU-CSU-Fraktion steht deshalb auch voll und ganz hinter CETA. Aber um der FDP hier und heute gleich jedwede Hoffnung zu nehmen. Wir lassen uns ganz sicher nicht von Ihnen hier aufs Glatteis führen. Ihnen geht es mit der Vorlage des Entwurfs eines Vertragsgesetzes nämlich nicht darum, CETA zu ratifizieren und vollständig in Kraft zu setzen. Ihnen geht es darum, einen Keil zwischen uns und die SPD-Fraktion als unserem potenziellen Regierungspartner zu treiben. Denn Sie wissen nur zu gut, wie intensiv und kontrovers in der SPD um CETA gerungen wurde und wie sehr das Abkommen auf der Kippe stand. Mit der SPD haben wir uns im Koalitionsvertrag ja darauf verständigt, CETA umfassend in Kraft zu setzen, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen. Und dazu gehört auch, dass das Bundesverfassungsgericht im Hauptsacheverfahren über die anhängigen Verfassungsklagen gegen CETA ablehnend entschieden hat. Und es wundert mich doch sehr, dass gerade die FDP, die sich immer als Anwalt der Bürgerrechte präsentiert, es jetzt so eilig hat, nicht mal das Urteil des Bundesverfassungsgerichts abwarten kann. Das zeugt schon von wenig Respekt gegenüber
einem Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland. Und es zeugt auch von einem fahrlässigen Umgang mit einem so wichtigen wirtschaftspolitischen Thema. In einem Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, sind wir uns dann aber vermutlich doch einig. Von Beginn der Handelsverhandlungen mit Kanada bis zum vorläufigen Inkrafttreten von CETA sind mehr als 8 Jahre vergangen. Das ist eindeutig zu viel. Wenn die Europäische Union und damit auch Deutschland im Wettbewerb mit anderen Wirtschaftsmächten nicht ins Hintertreffen geraten will, dann müssen Freihandelsverhandlungen mit Drittstaaten beschleunigt werden. Nur dann kann die Europäische Union auch künftig Maßstäbe für die Ausgestaltung globaler Handelsregeln setzen, und hieran sollten wir alle ein Interesse haben. Nun zum Antrag der Linken. Ich bin schon erstaunt, mit welcher Inbrunst Sie jedweden Investitionsschutz ablehnen. Egal ob Investor-Staat-Schiedsverfahren, der in CETA verankerte bilaterale Investitionsgerichtshof oder der nun vom Europäischen Kommission geplante multilaterale Gerichtshof. Für Sie scheint der Investitionsschutz ja echtes Teufelszeug zu sein. Aber vor 2014, also vor der Diskussion zu Investitionsschutz in TTIP und CETA, habe ich keine Kritik von den Linken an den rund 130 deutschen Investitionsschutzverträgen gehört. Und das, obwohl in vielen dieser Investitionsschutzverträge ISDS verankert ist. Das verwundert mich dann doch schon sehr. Sie kritisieren, der geplante multilaterale Investitionsgerichtshof etabliere eine Paralleljustiz. Mit Verlaub, wenn Sie dieser Argumentationslogik folgen würden, dann müssten Sie ab sofort auch den Internationalen Gerichtshof in Den Haag als Paralleljustiz brandmarken. Was wir brauchen, sind keine populistischen Forderungen, sondern einen funktionsfähigen und modernen Investitionsschutz, der vor willkürlicher staatlicher Enteignung effektiv schützt. Und deshalb unterstützen wir mit Nachdruck die Bemühungen der Europäischen Kommission, einen multilateralen Gerichtshof zu schaffen. Meine Damen und Herren, die CDU-CSU-Fraktion wird sich dafür einsetzen, dass die europäische Handelspolitik wieder an Schlagkraft gewinnt. Wir werden im Gegensatz zu anderen Fraktionen nicht die Axt an diese zentrale Säule der Europäischen Union anlegen. Denn wir wollen, dass der Außenhandel auch in unserem Land Motor für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand bleibt, im Interesse von Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, Verbrauchern und Unternehmen. Und das erreichen wir nur mit einer starken Europäischen Union. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Bernd Westphal, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst einmal kann man der FDP dankbar sein, dass sie ihren Gesetzentwurf hier einbringt, weil es die Möglichkeit gibt, über Handelsfragen hier zu diskutieren. Und deshalb glaube ich nicht, dass Sie einen Keil treiben. Helmut Schmidt hat mal gesagt, Märkte sind genauso wie Fallschirme. Sie funktionieren nur, wenn sie offen sind. Und deshalb ist das etwas, was auch die SPD-Fraktion unterstützt. Wir haben uns gerade bei Freihandelsabkommen enorm eingesetzt, gerade auf internationaler Ebene mit dem damaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, mit einer anspruchsvollen diplomatischen Politik, dass wir gerade Verbesserungen in CETA reinverhandelt haben, die dafür erst gesorgt haben, dass es Zustimmung gefunden hat. Wir haben mit CETA sicherlich eine kontroverse Debatte hier gehabt, auch im Haus und im Wirtschaftsausschuss und auch gesellschaftspolitisch. Aber die Vorteile dieses Abkommens überwiegen. Und gerade mit einem Land wie Kanada, wo ja eine Wertebasis besteht mit vielen identischen Wertemaßstäben und Ansichten und politischen Übereinkommen, die uns verbinden. Und deshalb wird dieses Abkommen CETA auch dazu beitragen, diese Verbindungen zu vertiefen. Und es geht uns auch darum, dass wir mit den nahen Partnern Deutschlands und der EU Außenhandel verabreden in Handelsverträgen, die eben genau das, was Nationalisten wie Trump, Le Pen und andere
zuwiderläuft. Wir wollen eine enge Kooperation über nationale Grenzen hinaus und kein Protektionismus. Und deshalb ist das, was wir seit gestern Nachmittag erleben müssen, was der amerikanische Präsident für die Produzenten für Aluminium und für Stahl mit großer Sorge und auch uns als SPD-Fraktion mit großer Sorge erfüllt, was Arbeitsplätze in Europa angeht. Das, was Mr. Trump dort auf den Weg bringen will, fördert keinen freien Handel. Er trifft andere Länder und nicht NATO-Partner und EU, sondern er hat hier mit diesen Instrumenten im Grunde genommen einen Brand gelegt, den er sicherlich noch mal überdenken muss. Diese Politik kann nicht dazu führen, dass wir einen Handelskrieg zwischen EU und den USA an den Tag legen, sondern hier muss diese Entscheidung noch mal überdacht werden. Mit CETA sind eine Herr Kollege Westphal, bitte um Entschuldigung, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Trittin? Sehr gerne. Machen wir das Mikrofon dann vielleicht besser. Danke für die Zwischenfrage. Ich habe ja auch die entworfene Koalitionsvereinbarung mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass Sie umfassend CETA in Kraft setzen wollen. Haben gerade alle gelernt, dass das schon der Fall ist, mit Ausnahme der Praktizierung der Streitbeilegungsregel und zwei kleiner weiterer Punkte, ist das ja alles so gegeben. Nun heben Sie ab darauf, dass der Präsident der Vereinigten Staaten umfassende Strafzölle nicht zum ersten Mal gegen Waschmaschinen aus Korea, gegen Flugzeuge aus Kanada und jetzt gegen Stahl und Aluminium aus Europa und China da verhängt hat. Wenn Sie sagen, da muss man noch mal drüber reden, was ist eigentlich Ihre Vorstellung zu dieser Frage? Halten Sie es wirklich für hinreichend, wenn nachdem Europa durch diese unilaterale Politik von Herrn Trump in der Frage der Steuerpolitik massiv unter Druck gesetzt worden ist und nun in der Frage im kernindustriellen Bereich der Stahl- und Aluminiumindustrie mit Handelshemmnissen konfrontiert ist, sagt, na ja, dann gucken wir mal, ob wir vielleicht verbieten Harley-Davidson oder wir besteuern die. Halten Sie das wirklich für eine hinreichende, kluge Antwort auf diese Herausforderung? Oder müsste nicht die Antwort Europas auf eine solche Herausforderung sein, tatsächlich zu Maßnahmen zu greifen, die wirksam sind und tatsächlich den Kernbestand amerikanischer Interessen berühren? Sehr geehrter Kollege Trittin, vielen Dank für Ihre Frage. Was mich verwundert ist, dass wir als EU und als NATO-Partner eine Begründung des amerikanischen Präsidenten hinnehmen müssen, der diese Maßnahme mit nationalen Sicherheitsinteressen nach der Sektion 232 begründet. Und das kann ich eben nicht verstehen. Wir machen uns Sorgen über die Arbeitsplätze in der Aluminium- und Stahlindustrie. Und deshalb wird es, und da kann sich sicherlich der amerikanische Präsident darauf verlassen, wirksame Abwehrmechanismen geben, die hier eine europäische Antwort auf das, was der amerikanische Präsident dort vorhat, zeigen. Und deshalb kann es nicht sein, dass diese Politik weiter verfolgt wird. Und wir appellieren an den amerikanischen Präsident, diese Entscheidung zu überdenken, aus genau diesen Gründen. Erstens, seine Begründung ist fragwürdig. Und zum Zweiten wird es auch nicht den Amerikanern helfen, weil sie die treffen, die sie nicht gemeinden. Wir sind mit diesen beiden Branchen, nicht mit Anti-Dumping und anderen Maßnahmen auf dem amerikanischen Markt unterwegs. Zurück zu CETA, wenn Sie erlauben. Ich hatte darauf hingewiesen, dass gerade die Bemühungen Deutschlands noch mal dazu geführt hat, dass hohe Maßstäbe und Standards in CETA erreicht werden konnten. Das ist Benchmark für andere Handelsabkommen. Und deshalb wird CETA mit dem deutschen und europäischen Interessen weitere Intensivierung dieser Handelsbeziehungen mit Kanada verfolgen, was gerade auch kleineren und mittelständischen Unternehmen hilft. Was wir allerdings ablehnen, ist, dieser Gesetzentwurf zu diesem Zeitpunkt zu beschließen. Die vorläufige Anwendung gilt ja für diejenigen Bereiche, die unstrittig und die Zuständigkeit der EU liegen und zu den anderen Bereichen des Abkommens, die erst nach Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten in Kraft treten, gehören unter anderem Regelungen zur Beilegung der Investor-Staats-Streitigkeiten mit öffentlich legitimierten Investitionsgerichten. Und zu diesen Fragestellungen
steht eben dieses Hauptverfahren noch aus. Nach zwei für die Bundesregierung vorteilhaft ausgegangenen Eilverfahren steht jetzt in der Hauptsache das Verfahren an, und es gebührt mit hohem Respekt gegenüber Entscheidungshoheit des Bundesverfassungsgerichtes, hier nicht im Vorfeld diesen Gesetzentwurf zu beschließen. Deshalb appelliere ich auch an die FDP, dass sie diesen Respekt gegenüber des Bundesverfassungsgerichtes auch aufrechterhalten sollen. Und deshalb, weil wir keine Eilbedürftigkeit haben in der Entscheidung, in der Gesetzgebung, dass diese Gesetzgebung hier von uns abgelehnt wird. Und deshalb kann das sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt noch mal auf die Tagesordnung kommen. Wir haben sicherlich, was die Handelsfragen angeht, eine ganze Reihe von übereinstimmenden Positionen. Aber diesen Gesetzentwurf zu dieser Zeit lehnen wir ab. Vielen Dank. Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Bernd Westphal, hat hier noch mal die Ablehnung seiner Fraktion begründet. Hans-Jörg Müller ist der nächste Redner. Er kommt von der AfD. Danke. Добрый день, дамы и господа. Jetzt sehen Sie selbst, wie sinnvoll es ist, Deutsch ins Grundgesetz zu schreiben. Hohes Präsidium, verehrte Damen und Herren, die Alternative für Deutschland ist die einzige freiheitliche Partei im Deutschen Bundestag. Und freiheitlich bedeutet, dass wir die Interessen der Bürger und der Unternehmer gleichermaßen schützen durch einen fairen Ausgleich der Interessen. Und da wir eine freiheitliche Partei sind, sind wir selbstverständlich für freien Handel und freies Unternehmertum. Und freier Handel zeichnet sich dadurch aus, dass er weder durch Zölle noch durch Quoten behindert wird. Deutsche Firmen, das gilt gleichermaßen für Mittelstand und Konzerne, erwirtschaften gemeinsam einen erheblichen Anteil unseres Wohlstandes, indem sie eben ungehindert exportieren können. Auch hier, Freihandel ist gut. Aber Freihandel ist gut, aber die sogenannten Freihandelsabkommen, das sind die größten Nebelkerzen seit Lügenbaron Münchhausen. Egal ob TTIP oder diese CETA-Kanada-Geschichte, da geht es um freien Handel doch nur noch vor der Fassade. Im Hintergrund läuft ein völlig anderes, abgekartetes Spiel. Was passiert? Großkonzerne im Verbund mit internationalen Anwaltskanzleien unterwerfen Arbeiter, Angestellte und mittelständische Unternehmen. Und wie tun sie das? Das tun sie, indem sie über demokratisch nicht legitimierte Sondergerichte, die von diesen Typen auch noch abhängig sind, eine intransparente Paralleljustiz schaffen. Und ich bedanke mich bei den Kollegen von der Linken, dass sie diesen Punkt aus unserem AfD-Grundsatzprogramm auch nach vorne treiben. Der ist ja von uns. Demokratisch legitimierte, das heißt die nationalen Gesetzgeber, die werden entmachtet, und in der Folge tritt die Willkür des Weltstaates an die Stelle des nationalen Rechtsstaates. Das ist die Abschaffung des Rechtsstaates, und das ist mit uns nicht zu machen. Und in der nächsten Folge werden die Staaten durch eine Welle an Klagen erpressbar. Es bildet sich doch jetzt schon eine Klageindustrie heraus. Das kann doch auch nicht im Interesse unserer Freunde von der FDP sein, weil eine Klageindustrie das freie Unternehmertum im Endeffekt behandelt durch eine Sonderjustiz. Und am Ende werden wir haben eine monopolisierte Feudalwirtschaft, in der freie Bürger und freie Unternehmer keinen Platz mehr haben und Mittelständler schon gleich gar nicht. Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Herr Abgeordneter Müller, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, selbstverständlich. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Das hört sich ja bis hier an dieser Stelle alles ganz profund an, was Sie uns da
darbieten. Mich würde mal interessieren, weil ich glaube, das ist dann wichtig, auch für die zukünftigen Beratungen, wenn Sie für all das, was Sie da gerade behaupten, auch die Stellen per Seitenzahl vielleicht aufzeigen könnten in dem TTIP-Abkommen und auch in dem CETA-Abkommen. Die Texte liegen ja vor. Und ich glaube, für uns alle wäre wahnsinnig wichtig, wenn Sie die Kritikpunkte, die Sie gerade angebracht haben, konkret machen könnten mit der entsprechenden Fundstelle. Ich verspreche Ihnen dann, dass wir, glaube ich, alle ein Interesse daran haben, das, was Sie konkret machen können, unter Umständen dann noch mal nachzuverhandeln. Also, verehrter Herr Kollege, Sie wissen genauso, also erstmal danke für die Frage. Sie wissen genauso gut wie ich, dass die vollständigen Texte, ich spreche von vollständigen Texten, von TTIP und CETA, erstmal so lang sind, dass sie vom Boden bis unter die Kuppel des Bundestages reichen und auch nicht vollständig öffentlich eingesehen werden können. Sie können das Gleiche machen, was wir auch gemacht haben. Sie können sich Sekundärliteratur besorgen, weil was anderes bleibt Ihnen nicht übrig. Und warum nicht von der Welt oder von Spiegel Online? Können Sie mir das mal erklären? Ja? Also egal, wir haben den gleichen Wissensstand, Sie und ich. Und wir bewerten das so und Sie bewerten das anders. Ist halt so. Wir finden sehr bedenklich im Antrag der Linken den Punkt 5 des Antrags, und zwar, wenn Sie dazu aufrufen, ein Unternehmensstrafrecht zu schaffen, mit dem Ziel, Verstöße deutscher Unternehmen im Ausland zu ahnden. Erstens finden wir das bedenklich, weil es eine Einmischung in die bestehende Rechtslage anderer souveräner Staaten ist, und zweitens, weil daraus eine Doppelbestrafung erwachsen kann, dass Unternehmen doppelt bestraft werden, einmal in Deutschland, einmal im Ausland. Und das ist eine Verletzung des Rechtsgrundsatzes ne bis in idem. Ansonsten stellt der Antrag der Linken in unseren Augen die Zusammenhänge meistens richtig dar, weshalb wir ihn als AfD wohlwollend betrachten. Weil wir nämlich als AfD wohlwollend alle Anträge betrachten, die inhaltlich gut sind, egal von wem sie kommen. Und das ist jetzt der große Unterschied. Diese Nichtausgrenzung, diese Offenheit Andersdenkenden gegenüber, das unterscheidet uns demokratische AfD von allen anderen 5 Fraktionen in diesem Hohen Hause. Ich bedanke mich. Hans-Jörg Müller hat hier noch mal begründet, dass die AfD den linken Antrag sehr gut findet. Mal sehen, wie Klaus Ernst von der Linken das findet. Er ist mittlerweile nicht mehr Stellvertreter, sondern wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Also wir waren es diesmal nicht, die das Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben. Trotzdem ist es nett, dass wir darüber reden können. Meine Damen und Herren, dass sich jetzt die FDP so massiv für die sofortige Ratifizierung von CETA einsetzt, ausgerechnet die FDP, ist schon ein Hinweis darauf, dass dieses Abkommen mehr den Großkonzernen nützen könnte als dem einfachen Bürger. Normalerweise bringt eine Regierung so ein Gesetz ein. Jetzt wollte die FDP aber nicht regieren, wie wir wissen. Vielleicht haben das aber noch nicht alle gemerkt. Denn so einen Gesetzesvorschlag zu machen, obwohl CETA ja in weiten Teilen bereits in Kraft ist, nur wenige Abschnitte sind nicht Teil dieser vorläufigen Anwendung, ist eigentlich normalerweise Angelegenheit einer Regierung und nicht der Opposition. Meine Damen und Herren, was wird nicht angewendet im CETA-Vertrag zurzeit? Es wird nicht angewendet, vor allem der Investitionsschutz. Ich will nicht wissen, welche zweifelhaften Motive die FDP dazu bringen, sich für diese Sonderklagerechte für ausländische Investoren in CETA stark zu machen. Warum ein Sondergericht für ausländische Investoren taugen denn unsere nationalen Gerichte nicht? Trauen Sie unseren Richtern nicht, dass Sie die jetzt fordern? Meine Damen und Herren, oder sind in einem Sondergericht für Unternehmen vielleicht Unternehmensinteressen leichter durchzusetzen als in einem normalen, ordentlichen deutschen Gericht? Das ist nämlich die Kernfrage. Und genau das wollen Sie. Wir haben unseren Antrag gegen die Paralleljustiz bereits beigelegt. Meine Damen und Herren, auch der Deutsche Richterbund kritisiert diese Paralleljustiz. Er spricht von der, ich zitiere, Einrichtung eines Gerichts,
dem auch weiterhin demokratisch gesetztes Recht als Entscheidungsbasis fehlt. Der Richterbund warnt, dass der Investitionsschutz, ich zitiere nochmal, zu einem Geschäftsmodell einer Klageindustrie oder unlauterer Investoren verkommt. Er prangert an, dass die staatliche Gerichtsbarkeit geschwächt wird. Aufgrund ihrer Stellung seien Investitionsschiedsgerichte in der Lage, Entscheidungen nationaler Verwaltungen und Gerichte zugunsten eines Investors außer Kraft zu setzen. Meine Damen und Herren, der Deutsche Richterbund mahnt, ich zitiere, eine überzeugende Regelung des Investitionsschutzes kann jedoch nur gelingen, wenn auch der Gaststaat und seine Bürger äquivalenten Rechtsschutz vor dem Investor erhalten. Und genau das haben diese Gerichte nicht. Und deshalb lehnen wir sie ab, meine Damen und Herren. So einfach ist die Welt. Meine Damen und Herren, notwendig wird... Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Theurer? Aber gerne. Michael Theurer von der FDP. Herr Kollege, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage gestatten. Ist Ihnen bekannt, dass bei internationalen Investitionsstreitigkeiten es ja nur darum geht, dass bei einem enteignungsgleichen Eingriff durch die Gesetzgebung der Investor einen Anspruch darauf hat, gegebenenfalls entschädigt zu werden? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, glauben Sie, dass ein deutscher Mittelständler, der vor einem kanadischen Gericht Recht einklagt, auf Entschädigung zum Beispiel, dass er vor dem kanadischen Gericht besser Recht bekommt als vor einem gemeinsam von beiden EU und Kanada geschaffenen internationalen Gerichtshof? Danke für die Frage. Sie gibt mir Gelegenheit, noch mal aufzuzeigen, was denn bisher in diesen Schiedsgerichten verhandelt wurde. Dort ging es natürlich darum, dass einzelne Investoren teilweise sehr fragwürdig den einzelnen Staat verklagt haben auf Entschädigungen, obwohl das mit Enteignung überhaupt nichts zu tun hatte, sondern da ging es um die Frage, dass entgangener Gewinn Gegenstand des Verfahrens war. Entgangener Gewinn. Und sagen Sie mir doch, wenn künftig die Unternehmen nicht mehr letztendlich Gewinne machen wollen durch das, dass sie vernünftige Produkte herstellen, sondern indem sie diese Klageindustrie benutzen, dann lehnen wir das eindeutig ab. Das ist der Punkt. Dann lehnen wir das eindeutig ab. Und bezüglich des zweiten Teils Ihrer Frage, wo man denn möglicherweise Recht kriegt, es ist nicht die Frage, wo man mehr Recht kriegt oder ob es Recht ist, was man da bekommt. Und da, glaube ich, ist es auch dem kanadischen Unternehmen bei uns zuzumuten, wie jedem deutschen Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn es sich ungerecht behandelt fühlt, ein deutsches Gericht zu bemühen. Und dem deutschen Mittelständler ist es genauso offen, ein kanadisches Gericht zu bemühen. Denn auch dort haben kanadische Unternehmen nicht die Möglichkeit, einen internationalen Schiedsgerichtshof zu bemühen, sondern müssen auch den nationalen machen. Warum dieses unterschiedliche Recht, meine Damen und Herren? Herr Kollege Ernst, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage? Das verlängert logischerweise Ihre Redezeit. Gerne. Bitte. Mikro. Nicht ausreißen, das Ding. So, Herr Kollege Ernst, ich möchte gerne anschließen noch mal an das, was der Kollege Theurer angesprochen hat. Sie sagten gerade, entgangener Gewinn dürfe nicht vor Gericht geltend gemacht werden und Sie würden diese Instanzen ablehnen. Damit lehnen Sie auch ab, beispielsweise, dass deutsche Investoren in Form von Stadtwerken, die sich in Spanien im erneuerbaren Energienbereich engagiert haben und dann Spanien im Nachhinein die Rechtsgrundlage verändert hat und damit diese Investition entwertet hat, dass die zu ihrem Recht kommen, was sie über spanisches nationales Recht nicht erreicht haben, was aber dann vor der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit dann auch innerhalb der Europäischen Union letztlich dann zum Tragen kam. Verstehe ich Sie da richtig, dass Sie also auch der Meinung sind, wenn deutsche mittelständische Unternehmen oder sogar kommunal getragene Unternehmen im Ausland die Rechtsgrundlage entzogen wird, dass Sie das gut finden? Herr Pfeiffer, das Problem ist folgendes. Wir haben bisher in den Verfahren immer Fälle, wo letztendlich die Unternehmen, die geklagt haben, deshalb geklagt haben, weil sie gesagt haben, wir haben jetzt in Erwartung eines bestimmten Rechtszustandes eine Investition getätigt.
Das haben möglicherweise, wie zum Beispiel in Kanada, die Bürger anders entschieden, haben gesagt, bei Quebec, sie haben gesagt, nee, wir wollen nicht, dass dort Fracking abgebaut wird. Und in dem Zusammenhang hat dann das Unternehmen gesagt, die noch gar nicht investiert hatten, sondern nur Probebohrungen gemacht haben, jetzt können wir nicht mehr investieren und deshalb haben wir einen Schaden. Weil wir mit den künftigen Investitionen, die noch gar nicht getätigt wurden, weil wir deshalb mit diesen künftigen Investitionen kein Geld verdienen können. Doch, 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 Herr Pfeiffer hat genau damit zu tun. Aber wenn Sie die Antwort nicht mehr hören wollen, dann müssen Sie sich widersetzen. Aber ich beantworte. Ja, Klaus, und jetzt kommen wir zu Ihrem konkreten Beispiel. Wenn man das jetzt auf Spanien bezieht, dann ist die Frage, sind dort schon die Investitionen getätigt worden für diese Produktion, die erwartet wurde, oder geht es da um vorbereitete Geschichten? Sind die Investitionen schon getätigt? Und wenn sie schon getätigt wurden, dann, glaube ich, ist auch dem deutschen Kollegen, dem deutschen Unternehmen zuzumuten, vor ein spanisches Gericht zu gehen und dort vor spanischen Gerichten das einzuklagen und nicht vor dem Internationalen Schiedsgerichtshof. Das müsste nämlich auch der Spanier machen, der dort klagt. Auch der spanische Unternehmer müsste vor seinen eigenen Gerichtshof gehen. So. Meine Damen und Herren, ich habe gerade begonnen, noch über die internationalen Strafgerichte zu reden, die ja zur Debatte stehen. Wir brauchen keinen besonderen Rechtsschutz für Konzerne. Wir brauchen eher die Möglichkeit, Konzerne weltweit stärker zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie sich insbesondere in Entwicklungsländern weder um Umweltschutz noch um soziale Standards kümmern. Meine Damen und Herren, Rana Plaza, ich weiß nicht, wer sich an das Beispiel noch erinnert. Ich stand an der Grube, wo dieses Werk, das gar kein Werk war, sondern zusammengeschusterter Bau, zusammengefallen ist, wo mehrere tausend Menschen ihr Leben verloren haben. Die Unternehmen, die da beteiligt waren, die sind alle davongekommen. Das waren Deutsche, auch deutsche Unternehmen. Und deshalb sage ich Ihnen, was wir brauchen ist, dass wir eine Verantwortung für diese Unternehmen herstellen, was sie im Ausland treiben, welche Zulieferer das sie haben. Das ist bedeutend wichtiger als Sondergerichte für deutsche Unternehmen im Ausland. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Ernst. Zwischenfragen erlauben die Möglichkeit, die Redezeit zu verdoppeln, wie ich gerade habe feststellen können. Es ist aber kein Hinweis darauf, dass davon exzessiv Gebrauch gemacht werden sollte. Als nächstes für Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Katharina Dröge. Wolfgang Kubicki hat jetzt den Vorsitz hier übernommen und nochmal darauf hingewiesen, dass es sehr viele Zwischenfragen gibt. Diesmal waren es zwei Zwischenfragen, die nicht von der AfD kamen. Katharina Dröge jetzt. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Ulrich, Sie haben ja hier in Ihrer Rede das hohe Lied des Freihandels gesungen und das hat mich bei der FDP auch gar nicht verwundert, aber weil es die erste Debatte ist, die wir in dieser Legislaturperiode miteinander führen, um es einmal klarzustellen, darum geht es in dieser Debatte nicht. Ich würde sagen, fast alle Fraktionen in diesem Haus, ich erkläre Ihnen das auch, ja, fast alle Fraktionen in diesem Haus, bei der AfD bin ich mir nicht so sicher, das war etwas wirr, die Rede, haben kein Problem damit, dass hier kanadische Waren auf dem europäischen Markt verkauft werden. Worum es hier geht, ist ein konkretes Abkommen und die Frage, ob dieses Abkommen ein gutes Abkommen ist und die Frage, ob es geeignet ist, die Globalisierung gerecht zu gestalten. Das diskutieren wir hier und weil es in den Debatten schon so oft gefallen ist, es geht nicht um die Frage pro oder kontra Freihandel, dass der Austausch von Waren eine sinnvolle Sache ist, da ist sich dieser Bundestag eigentlich einig. Und das Zweite zu Ihnen, Herr Kollege Westphal. Ich bin Ihnen ja ausnahmsweise einmal dankbar. Und zwar bin ich Ihnen dankbar dafür, dass Sie die Ratifizierung von CETA ja ganz offensichtlich noch verzögern werden. Das ist eine sehr gute Sache, denn es gibt uns die Chance, je nachdem, wie lange Ihre GroKo-Sache da vorangehen wird, gegebenenfalls doch noch im Rahmen von Koalitionsverhandlungen durchzusetzen, dass dieses Abkommen nicht ratifiziert wird. Denn das ist das, was wir hier tun müssen. Wir müssen CETA bewerten und meine Fraktion hat CETA bewertet. Wir haben es 4 Jahre lang in diesem Bundestag intensiv diskutiert. Und ich sage Ihnen, das, was Sie hier vorlegen, ist ein schlechtes Abkommen. Ich werde Ihnen auch gleich sagen, in welchen Regelungen es schlecht ist. Aber, und das möchte ich noch davor sagen, es ist außerdem ein Abkommen, das überhaupt nicht angesichts dessen, was wir hier auf der Welt erleben, gerade auch im Bereich der Wirtschafts- und Handelspolitik, in der Lage ist, Globalisierung gerecht zu gestalten. Da läuft es unter der Latte einfach drunter her. Und das ist der wahre Skandal, dass Sie dieses Abkommen in dieser Form so vorlegen.
Ich bringe Ihnen jetzt mal einige Beispiele dafür, was schlecht ist in diesem Abkommen. Sie führen hier Schiedsgerichte ein. Wir haben darüber gesprochen im Deutschen Bundestag in Anhörung, dass Sie versucht haben, das Ganze umzubenennen und daraus einen Schiedsgerichtshof zu machen. Es ist trotzdem das alte System der Schiedsgerichte mit den alten, missbrauchsanfälligen materiellen Rechtsgrundlagen, Fair and Equal Treatment. Wir hatten eine Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages mit dem Versuch zu erklären, was das eigentlich meint. Und die Experten haben alle gesagt, das kann man nicht konkretisieren. Und die Versuche, es zu konkretisieren, werfen noch weitere Fragen auf. Und kein Mensch kann uns erklären, warum man mit Kanada, einem Rechtsstaat, so ein zusätzliches Schiedsgerichtssystem braucht. Und Sie haben sich hier in den letzten Jahren einen abgebrochen, uns zu erklären, dass das irgendwie eine schlechte Signalwirkung hätte, wenn man das jetzt mit Kanada nicht aufnehmen würde, weil da kämen ja China und andere Länder, die wollten dann vielleicht auch keine Schiedsgerichte. Und jetzt schließen Sie Mandate ab oder reden über Mandate mit Australien und Neuseeland und die Schiedsgerichte sind nicht drin. Komisch. So, da geht es auf einmal. Und ich finde, wenn man sich hier selbst ernst nimmt, dann sollte man zumindest jetzt mal darüber nachdenken, ob man mit Blick auf Kanada vielleicht noch mal etwas nachverhandeln muss. Sie schwächen den Verbraucherschutz, das europäische Vorsorgeprinzip. Wie lange haben wir hier in diesem Haus darüber gesprochen, dass es nicht ausreichend ist, wie Sie das Vorsorgeprinzip im Vertrag verankern? Und wir haben Ihnen sogar einen konkreten Formulierungsvorschlag gemacht, wie es besser geht. Nichts ist passiert. Sie stecken die Städte und Gemeinden in die Zwangsjacken, wenn Sie die Dienstleistungen liberalisieren. Und ganz ehrlich, wie naiv muss man sein, in Zeiten der Digitalisierung zu glauben, dass man eine Liste vorlegen kann, in der man abschließend regeln will, was kommunale Daseinsvorsorge ist. Und genau das tun Sie mit CETA. Und Sie können noch nicht einmal garantieren, dass wir als Parlamentarier, als diejenigen, die gewählt wurden, um diese Regeln in diesem Land mitzubestimmen, auch in ausreichender Form bei der Weiterentwicklung des Abkommens beteiligt werden. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, mich hat das 1,5 Jahre gedauert, um Ihnen überhaupt erstmal verständlich zu machen, dass es da ein Problem gibt in diesem Vertragstext. Deswegen sage ich Ihnen, es ist Zeit, dass Sie dieses Abkommen überarbeiten. Es ist Zeit, dass Sie nicht nur die Probleme beheben, sondern es ist Zeit, dass Sie endlich auch richtig regulieren. Ja? Wir müssen den Menschen erklären, warum Sie immer mit zweierlei Maß messen, wenn es um das tägliche Leben der Menschen geht und die Regulierung von großen Konzernen auf der anderen Seite. Gehen Sie doch mal das Thema Geldwäsche an. Gehen Sie doch mal das Thema Steuerhinterziehung an. Gehen Sie doch mal faire Regeln für Wettbewerb an gegen Marktmacht. Machen Sie endlich mal das Pariser Klimaschutzabkommen zum Gegenteil der Handelspolitik. Setzen Sie sich endlich mal dafür ein, dass wir über Produktionsstandards sprechen, im sozialen Bereich, bei der Arbeit, bei der Umwelt. Das würde nämlich wirklich zu fairen Wettbewerbsbedingungen in der Globalisierung führen. Das alles haben Sie nicht geschafft und daran müssen wir Sie messen. Ja. Auch wenn ich die Geschwindigkeit Ihres Redebeitrags bewundert habe, ist die Bitte, zum Ende zu kommen, dann auch etwas, was ich mit Langmut dann auch sozusagen geschehen lasse. Aber die Bitte würde ich bitten, dass sie gehört wird von allen Beteiligten. Wir lassen immer schon ein bisschen Spielraum, aber wenn wir den zu sehr ausweiten, dann sitzen wir noch am Wochenende hier. Der nächste Abgeordnete, dem ich das Wort erteile, ist der Kollege Dr. Heribert Hirte von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das einzig Schöne ist, Katharina Dröger hat mit Sicherheit den Text gelesen. Und das ist dann beruhigend, weil dann kommen wir zu einer sachlichen Auseinandersetzung. Allerdings hat sie natürlich in ihrer Rede viel gesagt. Das liegt auch an der Sprachgeschwindigkeit. Dann waren wir zurück bei Deutsch als Sprache oder Fremdsprache. Aber sie hat nicht so viel zur Sache gesagt, nämlich sich zu den Punkten, über die wir ja eigentlich reden wollten. Und deshalb möchte ich jetzt zur Sache kommen. Wir reden über CETA, das ist gut, dass wir darüber reden, und der Ansatz, den Sie hier vorgebracht haben, ist auch gut. Und ich will in Erinnerung rufen, dass wir in den langen Verhandlungen eine ganze Menge erreicht haben. Wir haben nämlich gerade bei dem Thema Schiedsgerichte, das war ja Ihr Leib- und Magenthema, liebe Katharina Dröge, viel erreicht, gerade durch den Druck, den wir hier als Regierungsfraktionen in der letzten Legislaturperiode gemeinsam, gerade mit Wirtschaftsminister Gabriel, aufgebaut haben, was wir weitergegeben haben an die EU-Kommission und was dann in TTIP eingeflossen ist. Und die Kanadier haben gesagt, wir machen es so, die Amerikaner haben es nicht gemacht und jetzt stehen sie etwas dumm da. Und das sind insbesondere drei Punkte. Wir haben jetzt ein stehendes Gericht mit Richtern,
Richtern, die professionelle Richter sind. Wir haben eine Berufungsinstanz eingeräumt. Wir haben transparente Verfahren. Und beim Thema transparente Verfahren will ich eines sagen. Das, was in CETA läuft und was in diesen Schiedsverfahren läuft, ist deutlich transparenter als das, was wir in nationalen Prozessen haben. Denn da können Sie in die Gerichtsakten nicht reinsehen, anders als das in Amerika und in Kanada und in eben diesen Schiedsverfahren der Fall ist. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Masi. Haben doch gerade schon so viel gesprochen. Das könnte er dann ich frage Sie, ob Sie das erlauben. Nein, wenn Sie Nein sagen, dann ist es Nein. Im Moment nicht. Ich bin so gerade in Fahrt, ich will noch weitermachen. Und gerade wenn ich an den Kollegen Ernst denke, möchte ich da noch ein bisschen was zu sagen. Danach kann er fragen. Und deshalb ist es richtig, dass das, was wir erreicht haben, die Blaupause ist, nicht nur für Brexit, wo wir über Freihandelsabkommen möglicherweise reden müssen, und zweitens für andere Schiedsverfahren, für andere vergleichbare Situationen. Und dass diese unsere Überlegungen eingehen in die Pläne, auf UNCITRAL, auf UN-Ebene einen multilateralen Investitionsgerichtshof zu schaffen. Und jetzt komme ich zu Ihnen, und dann können Sie überlegen, ob dann die Zwischenfrage noch erforderlich ist, nämlich zu Ihrem Antrag von der linken Seite. Es ist nämlich eigentlich jeder Satz falsch. Wenn man das mal genau durchguckt, es geht los, Sie reden von Exklusivrechten für bestimmte Investoren. Nein, es geht nicht um Exklusivrechte, es geht darum, eine Verfahrensvereinfachung hinzubekommen, damit nicht erst der Investor gegen seinen eigenen Staat und dann der Staat gegen den Gaststaat klagen muss. Das ist gelebte Subsidiarität. Das ist richtig so. Das ist das, was wir wollen. Und es geht zweitens auch nicht um eine Paralleljustiz. Das ist in der Debatte eben auch schon gesagt worden. Denn zwischenstaatlich gibt es überhaupt kein stehendes Gericht, das schaffen wir erst. Und deshalb geht es nicht um die Parallele zu irgendwelchen Verfahren. Und dann schreiben Sie Ihren Antrag rein, es gehe darum, die Möglichkeit von Klagen und Schadenersatzansprüchen auszuschließen, denn das hätte einen Chilling-Effekt. Ja, entschuldigen Sie mal, wenn Sie Recht verletzen, finde ich es richtig, dass dagegen geklagt werden kann. Was wollen Sie denn? Wollen Sie, dass einfach Recht unter Missachtung von Völkerrecht und Abkommen durchgesetzt werden kann? Nein, Rechtsschutz ist richtig, und wir müssen nur über die Ausgestaltung dieses Rechtsschutzes nachdenken. Und der dritte Punkt. Immer wieder wiederholen Sie, es gehe um die Großkonzerne. Auch das ist falsch. Die Großkonzerne können Niederlassungen einführen, die können Niederlassungen etablieren. Die brauchen weder CETA noch andere Freihandelsabkommen, sondern sie müssen es umgekehrt machen. Wir brauchen hier eine Unterstützung für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und genau in dem Punkt ist CETA gegenüber den bisherigen Abkommen und den bisherigen Investitionsschutzabkommen weiterentwickelt worden. Es geht um unsere Wirtschaft, deren Investitionen im Ausland wir unterstützen, deren Investitionen im Ausland wir fördern wollen. Herr Kollege Dr. Hürtel, ja. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ernst. Ja, das sofort. Jetzt hat er ja was zu sagen und zu meckern. Das wollen wir mal sehen dann. Ja, hier, das hatte ich vorher auch schon. Ich habe eigentlich nur eine ganz kleine, kurze Frage an Sie. Wenn ein bundesdeutsches Unternehmen hier investiert, kann es ja auch durch staatliche Willkür oder Ähnliches Nachteile haben. Das deutsche Unternehmen muss den deutschen Rechtsstaat bemühen, wenn es gegen diese Vorgänge staatliche Möglichkeiten klagt. Ein Unternehmen in derselben Branche aus Kanada käme, muss das nicht, sondern kann einen internationalen Schiedsgerichtshof bemühen, wenn das alles so kommt, wie es geplant ist. Können Sie mir sagen, warum Sie ausländische Investoren gegenüber deutschen Investoren bevorzugen wollen? Da kann ich Ihnen gerne eine Antwort drauf geben. Das verlängert meine Redezeit, sonst hätte ich das nämlich von mir aus gesagt. Ich kann Ihnen da zunächst mal sagen, das ist genau der Grund, warum wir Schiedsgerichte brauchen, weil nämlich latent immer wieder auch in nationalen juristischen Systemen eine Voreingenommenheit gegenüber Ausländern besteht. Deshalb haben wir den Europäischen Gerichtshof eingeführt, und deshalb sind Sie, gerade Ihre Fraktion, so dahinter hier zu sagen, dass Minderheiten und andere und Ausländer gegen Diskriminierung vorgehen können. Und gerade weil nationale Gerichte dies nicht immer machen, brauchen wir eine unabhängige Instanz, die dies überprüft. Und ich zitiere Ihnen gerne dazu, was die Stellungnahme des Richterbundes zu genau dieser Frage sagt. Sie sagt nämlich, nur dort, wo sich unerwartet die Verhältnisse in einem Land so ändern, dass der Investor
unverdient rechtlos gestellt wird, kann die Völkergemeinschaft ein Interesse daran haben, einzugreifen. Und das müsse von einer neutralen Instanz beurteilt werden. Und das kann natürlich nicht der Staat beurteilen, gegen den sie den entsprechenden Anspruch geltend machen. Und genau das ist der Grund, warum wir Schiedsgerichte brauchen. Ich kann anknüpfen, das ist auch der Grund, warum sie sich... Na stopp, das ist auch der Grund... Die Frage ist beantwortet. Das ist auch der Grund, warum Sie eben die beiden Zwischenfragen nicht beantwortet haben. Denn Sie haben die Zwischenfragen der beiden Kollegen aus meiner Fraktion und der FDP-Fraktion deshalb nicht beantwortet, weil das beides in beide Richtungen geht. Es geht ja auch darum, deutsche Interessen, die Interessen deutscher Investoren in Kanada und Spanien zu schützen, vor möglicherweise, ich sage ja gar nicht, dass das missbräuchlich oder diskriminierend ist, sondern vor möglicherweise diskriminierenden Akten der ausländischen Verwaltung und der ausländischen Justiz. Und deshalb brauchen wir das. Diese Frage haben Sie nicht beantwortet. Ich sage Ihnen, warum. Weil Sie die deutschen Interessen, die deutschen Arbeitnehmerinteressen bei Ihren Exporten nämlich nicht im Blick haben. Und das sollten Sie sich gerade als Linke mal wirklich anhören. Herr Kollege Dr. Hirte, Sie scheinen sich zu kennen. Frau Dröge hätte auch gerne noch eine Zwischenfrage. Das ist nicht die erste Debatte in dieser Sache mit diesen Beteiligten. Frau Dröge, ja. Ja, vielen Dank, Herr Hirte, dass ich auch noch fragen darf. Meine Frage schließt sich ein bisschen an Ihren Dialog mit Herrn Ernst an, weil Sie haben ja jetzt erklärt, dass man aus Ihrer Sicht Schiedsgerichte braucht für das Thema Diskriminierung von ausländischen Unternehmen in nationalem Recht. Deswegen meine Frage, was hielten Sie denn von dem Vorschlag, wenn man dann die materielle Rechtsgrundlage bei den Schiedsgerichten alleine auf diesen Klagetatbestand Ausländerdiskriminierung begrenzen würde und weitere Klagetatbestände, wie zum Beispiel Fair and Equal Treatment, einfach außen vor lassen würde, weil wenn es nur um den Punkt Diskriminierung ausländischer Unternehmen geht, dann könnte man ja darauf, so wie es einige namhafte Juristen auch vorschlagen, unter anderem Professor Krajewski, der auch die Bundesregierung berät, dann könnte man genau damit diesem Tatbestand Rechnung tragen und ansonsten die missbrauchsanfälligen zusätzlichen materiellrechtlichen Grundlagen einfach weglassen. Ich sehe Fair and Equal Treatment und Diskriminierung als zwei Seiten derselben Medaille. Equal Treatment ist der Gleichbehandlungsgrundsatz und genau dieser Gleichbehandlungsgrundsatz soll für Inländer und Ausländer Anwendung finden. Darf ich weitermachen? Danke. Schauen wir noch einmal auf Ihren Vorschlag, weil da ist die auch Ideen drin, über die man reden kann. Da haben Sie zum Beispiel auf einen weiteren Punkt der Stellungnahme des Richterbundes hingewiesen, dass Sie sagen, wir bräuchten äquivalenten Rechtsschutz auch vor dem Investor. Und wir bräuchten Abkommen über internationale Rechtshilfe beim Austausch etwa von Informationen. Da haben Sie recht. Nur, und deshalb werden wir den Antrag mit Sicherheit ablehnen, das ist keine Frage, die direkt Bezug hat zu den Schiedsabkommen, zum Investitionsschutz, sondern das gehört an andere Stelle. Und das gehört nicht in den multilateralen Investitionsgerichtshof, den wir hier etablieren wollen und dessen Einrichtung wir in Anlehnung an CETA auch entsprechend unterstützen. Und wenn wir dann noch einen weiteren Punkt, wenn ich noch einen weiteren Punkt ansprechen darf, weil Sie gesagt haben, das sei nicht in Ordnung, dass wir erst die Personen aussuchen und dann wird das Recht geschaffen. Ehrlich gesagt, das ist der Normalfall. Wenn Sie 2000 Jahre Rechtsgeschichte zurückgucken, da wurden erst die Personen bestellt. Die haben das Recht geschaffen. Und der größte Teil der Welt folgt dem Common Law. Da ist es genauso. Vielleicht sollten Sie auch das mal nachlesen. Dann kommen wir irgendwann dazu, dass Sie merken, dass das, was wir gemacht haben, eine gute Sache ist und dass wir deshalb in dieser Richtung auch weitermachen werden und am Ende auch ein vernünftiges Abkommen ratifizieren werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Hirte. Bevor ich den letzten Redner aufrufe, Sie werden gleich noch Gelegenheit haben, Ihren Beitrag fortzusetzen, hat sich der Kollege De Masi für eine Kurzintervention gemeldet. Ich gebe Ihnen das Wort. Ja, Herr Dr. Hirte, ich betrachte es jetzt mal als Kompliment, dass Sie meine Zwischenfrage nicht zugelassen haben. Ich kann gar nicht aufhören, Ihnen zuzuhören. Deswegen möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass der Deutsche Richterbund sich zwar sehr wohl für internationale Streitbeilegungsmechanismen stark gemacht hat, aber sehr explizit gegen die reformierten Handelsgerichte. Und ich fände es doch interessant, ob Sie dem Deutschen Richterbund da die rechtliche Kompetenz absprechen. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass ich in meiner Zeit als Europaparlamentarier den kanadischen Handelsminister Champagne, nicht zu verwechseln mit Champagner, angeschrieben habe und danach gefragt habe,
ob denn die kanadische Regierung auf die Verankerung dieser Handelsgerichtshöfe bestanden hätte und ob sie auch für einen einklagbaren Arbeitnehmerschutz gewesen sei. Und er hat mir in einem Brief geantwortet im Mai 2017, dass die kanadische Regierung bereit gewesen wäre, auf die Handelsgerichtshöfe zu verzichten, erstens, und zweitens für einen einklagbaren Arbeitnehmerschutz gewesen wäre. Die EU war dagegen. Ich möchte Sie fragen, was die Motive dafür waren. Sie möchten eine Urne erklärt werden, bitte. Zunächst mal hatten Sie gefragt zum Deutschen Richterbund, was ich von dessen Expertise halte. Ich kann Ihnen sagen, sehr viel. Und ich habe mich mit dem Deutschen Richterbund in dieser Sache zusammengesetzt, intensiv zusammengesetzt. Aber was man beim Deutschen Richterbund auch merkt, er ist sehr geprägt durch die Traditionen des deutschen Rechts, und deshalb habe ich eben darauf hingewiesen, dass die Traditionen, die international eine Rolle spielen, andere sind. Und da spielt eben die Tatsache eine Rolle, dass der größte Teil der Welt eben nicht dem gesetzten, dem staatlich gesetzten, dem in Parlamenten verabschiedeten Recht in dieser Weise gefolgt ist. Das ist auch nicht die Tradition der letzten vielen hundert Jahre, sondern dass es darum geht, dass Richter Recht auch etabliert haben. Und genau diese Tradition ist im Völkerrecht auch maßgeblich, und das ist das, was man natürlich in sozusagen kompatibel gestalten muss mit unseren Dingen hier, und das passt dann nicht zusammen. Und wenn Sie dann aus der falschen Ecke kommen, aus der falschen Denkecke kommen, dann haben Sie entsprechende Konflikte. Deshalb, ich glaube, in diesem Punkt ist der Deutsche Richterbund nicht auf dem richtigen Weg. Und der zweite Punkt, ich habe nicht gesagt, dass wir zwingend Investitionsschutzabkommen überall brauchen, sondern ich habe gesagt, wenn wir sie brauchen, warum sie gut sind, welchen Zweck sie verfolgen. Wenn Staaten beidseitig etwa im Verhältnis der Europäischen Union und Kanada darauf verzichten, dann ist das ein möglicher Ansatz. Aber ich kann Ihnen umgekehrt sagen, aus Gesprächen mit vielen, auch anderen Vertretern ausländischer Staaten, also Botschaftern von anderen Staaten als in der Europäischen Union, die mir gesagt haben, wenn Sie wollen, dass wir den Handelsaustausch, und das hat es ja eben hier geheißen, dass das ein zentrales Element unserer Politik ist, wenn Sie wollen, dass der Handelsaustausch zwischen Kanada und der Europäischen Union gefördert wird, dann müssen Sie daran denken, dass es europäische Staaten gibt, in denen der Rechtsschutz nicht so funktioniert wie bei uns, und kanadische Unternehmen würden dann in manchen europäischen Staaten nicht investieren. Und die Europäische Union hat uns darauf gesagt, wir haben alle diese Interesse in den Blick zu nehmen und das gesamteuropäische Interesse in den Blick zu nehmen, nicht nur die Funktionsweise der Gerichte in Deutschland. Und deshalb ist es wichtig für uns, dass wir ein solches System im Interesse von ganz Europa und auch von den Staaten etablieren, wo die Gerichte nicht so schnell und so perfekt arbeiten wie bei uns. Herzlichen Dank. Ich erteile nunmehr dem letzten Redner in dieser Debatte das Wort, dem Kollegen Markus Tönz von den Sozialdemokraten. Ja, und Markus Tönz ist der letzte Redner zu diesem Punkt, Wirtschafts- und Handelsabkommen EU-Kanada. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Antrag der Linken ist schon, finde ich, sehr interessant. Ich fand die Debatte auch spannend, wenn ich daran denke, was auch Frau Dröge gesagt hat. In der Position der Linken ist festzustellen, sie lehnen einen multilateralen Investitionsgerichtshof ab. Sie haben die Behauptung, dass es eine Paralleljustiz geben wird zulasten normaler rechtsstaatlicher Verfahren, und die Behauptung, dass es Exklusivrechte gibt, und das wäre rückwärtsgewandt. Ich kann nur sagen, das ist schon sehr abenteuerlich, wenn man sich das anguckt, wenn man sich auch internationale Zusammenhänge und Recht anguckt. Und dann will ich noch mal auf CETA verweisen. In CETA schafft erstmals eine Investitionsgerichtsbarkeit, und zwar Abkehr von intransparenten WTO-Schiedsverfahren. Das wissen wir alle, dass das falsch war. Und CETA stellt deutlich den Fortschritt dar, und zwar indem es transparente Gerichtsverfahren schafft, indem es zum Richteramt befähigte Richterinnen mit der Kenntnis des Völkerrechts einsetzt. Und zwar anders als bei der WTO. Da sind es eben nicht zum Richteramt befähigte Richterinnen und Richter. Alle Verfahrensdokumente werden veröffentlicht in diesen Verfahren, und es besteht die Möglichkeit einer Revision. Und es ist eben anders, als Sie behauptet haben, Herr Ernst, es dient dem Mittelstand. Es dient dem Mittelstand zu einem fairen Verfahrensfolge. Und das alles gibt es in den WTO-Verfahren eben nicht. Die sind intransparent. Und die Mandatserteilung eines
zur Errichtung eines multilateralen Investitionsgerichtshofes ist konsequent richtig. Und zwar deshalb alleine schon, weil die Einrichtung dieses Investitionsgerichtshofes in CETA im Vertrag schon angelegt ist. Also ist das konsequent, was wir da auf den Weg bringen wollen. Und es ist keine Ausweitung von Exklusivrechten. Und das will ich dann auch noch mal betonen, indem ich aus dem CETA-Vertrag Seite 95 einmal zitiere. Ich darf zitieren: Die bloße Tatsache, dass eine Vertragspartei auch durch Änderung ihrer Gesetze Regelungen in einer Art und Weise trifft, die sich auf eine Investition negativ auswirkt oder die Erwartung eines Investors einschließlich seiner Gewinnerwartung beeinträchtigt, stellt keinen Verstoß gegen eine Verpflichtung aus diesem Abschnitt dar. Also noch mal ganz deutlich gesagt, kein Recht auf Entschädigung, wenn Gesetze nachteilig zur Unternehmensbilanz sind. Also noch mal auch eine Klarstellung an dieser Stelle. Es ist ein multilateraler Investitionsgerichtshof, ist nicht rückwärtsgewandt. Er ist der Einstieg in eine internationale gerechte Investitionsgerichtsbarkeit. Das muss ich an dieser Stelle deutlich betonen. Und wenn Sie das ablehnen, auch Sie, Frau Dröge, so wie Sie das ausdrücken, wenn Sie das ablehnen, dann ist das die Rückkehr zu den intransparenten Verfahren, die wir bisher haben bei WTO. Und die Frage an die Linke ist noch mal deutlich: Damit müssten Sie eigentlich, ein Kollege hat das ja eben schon gesagt, auch den Internationalen Strafgerichtshof ablehnen, bei dieser Logik, wie Sie vorgehen. Vielen Dank. Glück auf. Herzlichen Dank. Soweit Markus Tönz für die SPD-Fraktion. Meine Damen und Herren, das war diese Debatte zu CETA, zum geplanten Wirtschafts- und Handelsabkommen EU-Kanada. Auf Basis zweier Anträge, der eine der FDP, die diesem Handelsabkommen umfassend zustimmen möchte, der andere Antrag von der Linksfraktion, die vor allem sich gewendet hat gegen einen multilateralen Investitionsgerichtshof. Da sind die Überweisungen so beschlossen. Beide Anträge werden jetzt in die Ausschüsse überwiesen, dort weiter beraten und dann hier wieder zur zweiten und dritten Lesung ins Plenum eingebracht.